Tag zusammen. Nachdem wir in den letzten Videos ja gesehen haben, welche Stärken und Möglichkeiten ChatGPT bietet in Studium und Lehre, möchte ich jetzt heute mal auf einen Aspekt eingehen, was ChatGPT gar nicht kann, nämlich Mathematik und Physik. Wir haben das schon mal so ein bisschen angedeutet in einem der ersten Videos, dass das Rechnen mit dem ChatGPT nicht funktioniert, was ja keine Überraschung ist, weil der ChatGPT ein Textmodell oder Text-KI ist. Und keine Rechen-KI. Ich will das jetzt auch nochmal zeigen anhand einiger einfacher Beispiele aus der Physik. Und da muss ich dann den Physiker mal rauskehren und sagen, ne? Also das ist nichts, was der Chatbot gut kann und wo er unterstützen kann. Wir fangen mal mit einer ganz einfachen Aufgabe an. Er soll jetzt mal 10 hoch 6 Milligramm durch 10 hoch minus 9 Gigasekunden in die SI-Einheiten Kilogramm Meter Sekunde umrechnen. Mal gucken, ob er das schon hinkriegt. Das ist wirklich eine Aufgabe, ich sag mal, Oberstufenniveau und oder Mittelstufenniveau. Das ist eine Sache, dass man jetzt könnte. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ne? Also 10 hoch 6 Milligramm sind 10 hoch minus 3 Gramm. Das ist schon mal richtig. Aber dann der nächste Schritt hier ist schon mal falsch. Ne? Er kann nicht rechnen. Warum kann er nicht rechnen? ChatGPT ist ein System, der sucht in seinem Wissen über Statistik, in seinen neuronalen Netzen, was ist die nächste wahrscheinlich richtige, das nächste wahrscheinlich richtige Wort und puzzelt das dann zusammen. Das Rechnen, wie wir jetzt hier sehen, funktioniert nicht. Richtige Lösung wäre gewesen 1 Kilogramm pro Sekunde, was hier rauskommt. Also Vorsicht, wir probieren nochmal ein zweites Beispiel aus, ob das besser funktioniert mit reinem Text. Er soll jetzt mal Leistung dividiert durch Kraft mal Beschleunigung, also Kraft mal Beschleunigung steht im Nenner, Leistung im Zähler, das soll er jetzt mal umrechnen. Wir gucken mal, wie das funktioniert. Er erklärt uns wieder Dinge, das kennen wir ja schon, das Spiel. Also Leistung kennt er als Watt oder Joule pro Sekunde. Kraft in Newton, Beschleunigung Meter pro Sekunde Quadrat. Daher ist die Einheit der Leistung geteilt durch... auch das ist Quatsch hier. Ne? Also auch da wäre die Lösung Sekunde oder Zeit gewesen. Können wir jetzt mal selber mal kurz aber nachvollziehen, warum Leistung dividiert durch Kraft mal Beschleunigung die Einheit der Zeit hat. Das schafft er nicht. Also auch wenn es jetzt ein Text ist, funktioniert nicht. Mal das nächste Beispiel, also wenn wir uns so ein bisschen ChatGPT-Bashing. Wir haben jetzt hier die Linsengleichung, ne? Also dass der Kehrwert der Gegenstandsweite plus dem Kehrwert der Bildweite dann gleich dem Kehrwert der Brennweite einer Linse ist. Die Gleichung soll jetzt mal nach B umstellen. Also woran liegt das? ChatGPT ist kein MATLAB- oder Mathematiker-System, was also wirklich solche Rechenkompetenzen aufgebaut hat. Das hat er so nicht gelernt. Er sucht in seinem erlernten Wissen, seinen Formeln oder in seinem Textwissen, ob er das schon mal irgendwo gemacht hat und daraus versucht er sich jetzt dann entsprechend herauszuwinden. Also auch diese Herleitung ist falsch. Der Rechenweg ist nicht richtig. Warum nicht? Er scheint offensichtlich diese Umstellung noch nie gelernt zu haben und findet sie nicht und kriegt sie deswegen nicht hin. Also auch da die Lösung, das wäre f mal g durch g minus f gewesen. Das ist dann die Bildweite b, die man dann berechnen kann, wenn ich die Brennweite und die Gegenstandsweite kenne. Hm. Na, also, wir machen mal weiter. Warum zeige ich das jetzt? Also, jetzt hier nochmal das Beispiel. Ein Turmspringer springt aus 10 Meter Höhe ins Schwimmbecken bei einer Erdbeschleunigung von 10 Meter pro Sekunde Quadrat. Er soll jetzt die mittlere Geschwindigkeit berechnen, also wie lange dauert es, mit welcher Geschwindigkeit fällt er im Durchschnitt. Die kleine Geschwindigkeit erhöht sich durch den freien Fall. Wir haben eine beschleunigte Bewegung. Das soll er jetzt mal rechnen. Auch eine triviale Aufgabe aus der Mittelstufenphysik, will ich mal sagen. Auch da hat er sich... Also manchmal kriegt er die Aufgabe gelöst. Ne? Also das ist nicht so, dass er es nie schafft. Aber in unserem Fall hat er sich jetzt wieder die falsche Richtung entwickelt beim Suchen seiner Texte, die er generiert. Ja, also er sagt hier, Durchschnittsgeschwindigkeit kann ich nicht berechnen, irgendwas ist falsch gelaufen.
Warum zeige ich das? Das ist halt wichtig zu verstehen, was der ChatGPT kann und was er nicht kann. Nächstes Beispiel direkt. Also, welche Leistung muss aufgebracht werden, um einen Körper der Masse M von 2 Kilogramm innerhalb von 10 Sekunden aus der Ruhelage auf eine Geschwindigkeit V von 5 Meter pro Sekunde zu beschleunigen? Triviale Aufgabe. Ja, warum jetzt dieses Video zum Bashing von ChatGPT? Ich möchte auf die Gefahren und Grenzen hinweisen, was er nicht kann, wofür man ihn nicht einsetzen kann. Er kann Aufgaben kann er generieren, aber er kann sie nicht lösen. Er kann zwar vielleicht Tipps geben, aber die sind sehr allgemein. Also im Bereich der Naturwissenschaften und Ingenieurswissenschaften ist der ChatGPT nicht so ein starkes Werkzeug, wie es im Moment propagiert wird. Er ist halt stark in der Textgenerierung, so ist er aufgebaut, so hat er gelernt. Sicherlich werden künftige KI-Systeme dort stärker werden und das vielleicht auch noch integrieren, aber rechnen, und es gibt einige Videos zum Thema Mathematik, und ich will jetzt mal die physikalische Seite darstellen, das klappt nicht. Also auch die Rechnung hat er falsch gemacht. Die Lösung wäre 2,5 Watt gewesen, nicht 12,5 Watt. Er hat hier zwar, ja, also er findet zwar die richtigen Formeln, ne? F mal Kraft ist Masse mal Beschleunigung, Beschleunigung ist V durch T. Ja, aber das ist der falsche Ansatz. Man muss erst die kinetische Energie berechnen, die der Körper hat, nach den 10 Sekunden aus der Geschwindigkeit und der Masse, sondern 25 Joule. Und die 25 Joule dividiert durch 10 Sekunden kommen auf 2,5 Watt. Also auch das ist nichts. Und jetzt machen wir zum Abschluss nochmal eine Aufgabe. Wir fahren im Schiff von Rüdesheim nach St. Goa. Auf dem Rhein. Die Hinfahrt dauert eine Stunde auf der Strecke, das sind so 30 Kilometer. Und die Rückreise dauert 120 Minuten. Frage ist, wie groß ist die Fließgeschwindigkeit? Also auch das eine Aufgabe, klassisch, also das ist ja keine Hochschulphysik. Das ist ja alles höhere Mittelstufen Mathematik und Physik, will ich das mal nennen. Das ist jetzt eher eine Mathematikaufgabe als eine Physikaufgabe. Gleichungssystem, zwei Unbekannte. Ich habe die Fließgeschwindigkeit des Rheins, ich habe die Fahrgeschwindigkeit des Schiffes, ich habe auch zwei Gleichungen. Also das, was er dann schon wieder rechnet, ist natürlich totaler Kokolores. Also so kann man es nicht rechnen, man muss rechnen, wie lange dauert die, welche Geschwindigkeit habe ich bei der Hinfahrt. Das ist die zusammengesetzte Geschwindigkeit aus der Geschwindigkeit des Schiffs und aus der Geschwindigkeit des Rheins. Und wenn ich zurückfahre, muss ich gegen die Fließgeschwindigkeit arbeiten. Und daraus kann ich das berechnen. Also die Geschwindigkeit 20 km/h ist falsch. Das Schiff hat eine Geschwindigkeit von 22,5 km/h, der Rhein 7,5 km/h. Also das schafft er nicht. Was will ich damit jetzt zeigen? Was soll man mit ChatGPT nicht machen? Er kann einem keine Mathematik- und Physik-Hausaufgaben oder Übungsblätter lösen. Er kann zwar Tipps geben, wie man Dinge macht, aber selbst bei der Aufgabe funktioniert es nicht. Ich kann ihn nochmal fragen, kannst du mir einen Hinweis geben, um diese Aufgabe zu lösen? Aber er hat sich ja schon verrannt. Also, dass man jetzt die Gesamtstrecke berechnet, das ist gar nicht zielführend oder gar nicht der richtige Weg. Also, er hat sich aber in eine falsche Richtung entwickelt und kommt jetzt aus dieser Nummer auch nicht mehr raus. Deswegen wichtig, ChatGPT einsetzen als Hilfsmittel im textlichen, im sprachlichen Bereich, Übersetzungen, E-Mail schreiben, haben wir alles schon gesehen. Er kann im Bereich der Physik und der Mathematik nicht helfen. Das sehen wir, das funktioniert nicht, weil er sich dann einfach verrennt und den Lösungsweg nicht findet. Manchmal klappt das, nicht immer. Also, es gibt auch Beispiele, wo er dann doch den richtigen Weg findet, weil er einfach in seinem Wissen den Lösungsweg dann doch gefunden hat und ihn dann zusammensetzen kann. Programmieren klappt wieder ganz gut. Das ist eine große Stärke, das hat er gelernt. Aber alles im naturwissenschaftlichen Bereich, also auch solche chemische Gleichungen und solche Dinge, schafft er einfach nicht. Ich habe das jetzt am Beispiel der Physik gezeigt. Also, Vorsicht beim uneingeschränkten Einsatz von ChatGPT. Mathe und Physik klappt mit dem Ding leider nicht.